Bethesda Game Studios presents Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Lass ich ihn heute in der Veteranenhalle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ein Gesicht machen. Es nützt ja alles nichts, Leute. Murmelmu, schön, dass du mit dabei bist. Bewege die Maus, während du Maus 2 gerückt hältst, um dich umzusehen. Hm? Hallöchen. Hallo Schätzchen, wie geht es dir? Ist alles okay? Ja, wunderbar. Ja, pass auf, Gesicht. Oh. Oh. Naja, so verwegen. Nein. Gesicht. Ach du, das kann man hier formen? Ich bin so traurig heute, Leute. Mein Auto ist kaputt gegangen. Alles scheiße. Nee, alles gut. Umfang? Mauswheel? Okay. Und wir mal lassen das so. Ist doch wurscht. Sieht da eher so ähnlich aus wie ich. Ich habe sogar aktuell den ähnlichen Haarschnitt. Nur die Farbe von den Haaren passt halt nicht. Egal, komm. Sean hat dein Lächeln. Ich lächel doch gar nicht. Ja, oder? Ist alles gut. Formen? Was haben wir denn für Formen? Oh Gott, oh Gott. Okay, nehmen wir so an. Schatz, findest du meine Nase zu groß? Ja, so die Nase des Mannes ist wieder... Ist egal. Hm. So, Körper, Geschlecht ist klar. Extras, was haben wir denn hier für Extras? Schäden. Wir haben doch keine Schäden, Leute. Ist doch alles gut. Wie komme ich hier wieder zurück? Eskappe. Körper? Ah, jetzt geht's ans Eingemachte, Leute. Was ist mit ihr los? Sie guckt mich nicht mal an. Eigentlich so, ne? Aber wir spielen ja ein Spiel. Wir sind ja in einer virtuellen Welt. Ja, Mann. So ist gut. Jetzt gib mir einen Kussi. Komm. Nee, auch nicht. Okay, weiter geht's. Charakter bestätigen. Jawohl. Oh. Schon darf ich mich bewegen. Ach,
Ach, schau an hier. Mr. Handy. Ah, sehr gut. Hier ist ein Trockner. Das soll Cotsworth erledigen. Cotsworth? Richtig. Pass auf. Was haben wir hier? Abraxo. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Natürlich. Kaufen Sie jetzt 3 Packungen zum Preis von 2. Hammer. So. Was haben wir hier noch? Wie kann ich mich denn ducken? Kann ich nicht. Okay, aktuell noch nicht. Echt? Oh Gott. Hallo. Schatz. Ich bin gleich soweit. Schatz, du hast kein Spiegelbild. Ich glaube, du bist ein Vampir. Macht ja nichts. So, wo gehen wir hin, Leute? Wo gehen wir hin? Hi, Cotsworth. Ah, guten Morgen, Sir. Hallo. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Wo denn? Wo hast du die? Wo ist die? Zuckerbomben. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Oh, sehr gut. Milch? Oh, die Milch wurde geliefert. Ja, das ist doch nett. Cotsworth, was machst du hier? Abwasch, das ist gut. Hey, Cotsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Wo ist denn der... Ach, hier. Mensch, was auch... Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Was ist mit dir? Was ist los? Meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Hallo, schön. Ich will doch meinen Kaffee trinken. Hör doch auf jetzt. Geht nicht mehr. Kaffee geht nicht mehr zu trinken. Naja. Die Zeitung war doch für mich, oder? Immer nur das gleiche Zeug. Ach so. Nora, was liest du da? Schatz? Nervös? Musst du nicht sein. Deine Rede wird ihnen gefallen. Ja. So, ein paar Zigaretten? Wer hat die denn hier liegen lassen? Ja, ich rauche heimlich. Auf dem Balkon. Im Wetter erst so. Oh. Das macht es unseren mechanisierten Hellcats umso leichter. Die dreckigen Kommunisten kreischen in die Bohre. Wahrscheinlich der Vertreter. Der kommt jeden Tag. Was? Ist da einer an der Tür? Oh. Den kenne ich nicht. Den lassen wir nicht rein. Der will hier nur Staubsauger verkaufen oder irgendwas. Oder hier Scientology oder sowas. Keine Ahnung. Na egal. Komm. Guten Morgen. Morgen. Ich komme von Vault-Tec. Aha. Vault-Tec? Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Na, endlich. Ich versuche es schon seit Tagen. Ja, ja. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Warum ist das so eilig? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Ui. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist, unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Ja, Zeit bitte. Ist ja heutzutage, ich habe noch einen Kaffee zu trinken. Äußerst ich bin wertvoll. Heute hier, um Ihnen mitzuteilen, ich drück dass Sie nichts, aufgrund ne? der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Was kostet mich das? 111. Aha, aha, aha. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Ach so, was willst du denn wissen? Das Ende der Welt? Na endlich. Das ist die richtige Einstellung. Nun, also da... Martinator, grüß dich. Okay, was haben wir denn? Wir haben 21 verfügbare Punkte. Pass auf, Stärke. Ne? Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Okay, Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision. Also ich würde ja sagen, wir machen erstmal alles auf 3. Intelligence beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Ja, dann machen wir doch irgendwie alles gleich, oder? 4-4-4-4-4? Jo. Du musst deinen Charakter einen Namen geben. Wo denn? Ach, hier. Wie heißt denn der? Warte. Darf ich kein... Ich kann ihn nur... Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht da unten? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch?
Was ist denn jetzt los? Ist es schon abgestürzt? ich kann nichts machen, Leute. Ich kann nichts machen. Hä? Picket known ref AV Object. Ich will nicht pick-upen. Ich will. Wie komme ich denn aus dieser Konsole hier unten wieder raus? Ach, mit Ö. Okay. Ödland Olli. So. Ist das okay? Kann ich das so annehmen? Jetzt. Der Name enthält unzulässige Zeichen. Oh ja, Gottel nie. So, bist du jetzt zufrieden? Metinator, grüß dich. Nee, das ist doch nicht... Jetzt bist du... Aber wirklich. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind Gordon Freeband, grüß dich. Danke nochmal. Oh, das ist ein Stress hier. Was ist denn hier drin? Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Was? Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Ja. Hallo. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Warum nicht? Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung. Ach komm jetzt, ich wollte meinen Kaffee in Ruhe trinken. Ich wollte Zeitung lesen. Lass mich doch ein bisschen Fernsehen gucken jetzt. Frau, hast du nichts zu tun? Du musst jetzt hier nicht rumsehen. Der braucht keine väterliche Liebe. Die mütterliche Liebe ist viel, viel wichtiger für die Entwicklung eines Kindes. Würdest du bitte jetzt zu deinem Kind gehen? Würdest du... Weiber. Wo ist es denn, mein Kind? Hier? Oh. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Ich mich auch, Leute. Das ist so schön, ehrlich. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Dani Maus, grüß dich. Oh, schau ihn dir an, den kleinen Wickelpupsi. Komm her, mein Dickerle. Kille, kille, kille. So, genug gespielt für heute. Bitte, was hast du gesagt? Du redest nicht viel mit mir. So, was haben wir hier? Oh, Blast Radius. Ja, der ist so süß. Ah, Leute, hört doch auf damit. Was, soll ich weiterspielen oder warum lässt du mich jetzt hier nicht durch? Ich will raus in die Welt, ich will... Guck mal, außerdem ist hier, guck mal, 70 Grad in der Bude. Ey, sag mal, ist kein Wunder, dass das Kind schreit. Kannst du hier nicht mal mit Klimaanlage anmachen oder sowas? Jetzt kann ich durch, ja? Willst du hier rein? Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Ja. Das Wetter müsste so bleiben. In den Park, oder was? Wir sind schon sarkastisch unterwegs, oder? Wird das so wie die Nacht im Park letztes Jahr? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Codsworth, was ist los? Ja, was ist denn los schon wieder? Potzi. Guck mal, die stehen alle da und gucken. Was ist denn da los? La-da-di-da-di. Ja, gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf bestehende Kontakt zu unserem Partnersender. Scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole. Bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und... Mein Gott. Halt das Kind fest, ja? Halt und fest. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ja, wir haben ja gerade erst unterschrieben. Lauf! Oh. Ja, ich hab's doch gesehen. Hat einer seinen Koffer vergessen? Entschuldigung. Oh Gott. Ich darf die Dinger nicht verlieren. Nee, dann verlier sie lieber nicht. So, kommst du? Wir müssen uns nämlich in Sicherheit bringen. Da. Nicht auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie kommen nicht rein. Okay. Das werde ich melden. Im Programm, da treten Sie vor. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Danke. Viel Glück, Ma'am. Möge Gott uns helfen. Folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Ja, ich komme schon. Hallo.
Mensch, ist das ein Stress hier unten. Bitte auf die Plattform. Jawohl. Jawohl. So, kommst du bitte mit dem Kind? Ja, danke. Fast geschafft. Es wird alles gut. Alles wird gut. Ja, euch alle. Ich liebe dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles klar. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Jawohl, mache ich. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Das ist nett. Ort 111. Eine bessere Zukunft. Also gehen im wir Untergrund. Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Wir gehen die Meile entlang. Nein. Kommst du bitte mit dem Kind? Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann. Woll, wir gehen alle die Treppe. Einfach hier entlang, bitte. Guten Tag. Männlich. Ja, glaube ich. Männlich. Ja, glaube ich. Immer noch. Da kommt übrigens weiblich. Ne? Männlich. Nein, weiblich. Guck doch hin. Hier entlang. Genau, geht doch. Schönen guten Tag. Ein Anzug? Ja, das wir brauchen immer Anzüge. Armani? Hugo Boss? Da gehen Sie mal weiter, komm, wir haben nicht alle so viel Zeit wie Sie. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Nehmen Deswegen Sie einen bin ich hier. Goldanzug und gehen Sie durch den Gang. Jawohl. Gehst du bitte weiter? Guten Tag. Ist der für mich? Danke. Ja. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Dem Arzt? Warum? Ich bin doch nicht krank. Habe ich Corona? Es ist fort. Unser Zuhause. Alles, was wir wissen, Einrichtung. Sir? Ja, bitte. Entschuldigung. Gehen Sie weiter. Oh. Wie lange? Wünsche ich mir so eine Zukunft mit das euch. Gehen wir bei der Einweisung durch. Jawohl. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Kommst du? Ja. Nur bequem ist, sondern auch Zukunft, oder? Oh, schau mal. Wir werden eingefroren. Das wollte ich schon immer mal machen. Oh, guten Tag. Kommen Sie mit. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Oh, hier rein? Echt jetzt? Papa ist doch da. Ja, Papa ist da. Papa ist da. Gehst du bitte? Ja, gerne. Er ist mein kleiner Held. Boah. Ich gehe nicht weit weg. Nein. Ich bin gleich da drüben. Ja. Bin gleich ein Eiswürfel. So. Hm. So. Oh, ist aber fröstlich hier drin. Es folgt eine Entseuchung. Dekomprimieren, bevor es tiefer in den Vault geht. Jawohl. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Tschüss. Lebenszeichen normal. Das ist gut. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3. Geh nicht in das Licht. Hallo? Das ist sie. Da. Ja, das ist meine Frau. Oh, hallo? Was ist da los? Fast. Aber es wird gut. Na, siehste. Komm her. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das noch einmal. Sie kriegen meinen Tony! Oh oh. Na, Ben? Oh.
Doch, Corona. Auf! Uiuiuiui. Oh. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Ja, so vielleicht. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Kritischer Fehler in Kryoanlage. Oh je. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Auf jeden Fall. Versprochen. Der ist ja auch durch. Bin ich der Einzige, der hier überlebt hat? Hallo? Okay. Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel. Okay. Willkommen beim Termlink von Robco Industries. Danke für das Vertrauen in Vault-Tec. Kryoanlage. Kryoanlage offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Ja, super. Lebenserhaltungssystem. Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Okay. Das sieht alles nicht sehr gut aus. Kapselinsassenstatus, das haben wir gesehen. Tiefgekühlt. Leer, 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 ja, ja. Kleinkind ist nicht mehr drin. Da war ich. Insassenstatus unbekannt. Manuelle Überbrückung der Kapseltür aktiviert. Okay. Das bin hier ich, Mr. Russell. Verstorben. Todesursache ersticken aufgrund Versagen der Lebenserhaltung. Ja, ist ja ganz super. Also, ich hätte euch gern alle gerettet, aber leider... Naja, Systemversagen. So, was haben wir hier? Nisch. Okay. So kalt hier. Oh je. Geh mal hier gucken. Keine Ahnung, ob ich das darf. Wie? Kakerlaken. Da müssen wir nochmal mit der Putzfrau sprechen. Oh, ein Schlagstock. Blocken. Schlagen, okay. Was haben wir hier noch? Wenn ich hier schon einen Schlagstock finde, dann werden wir hier wahrscheinlich noch einiges anderes finden. Vorkriegsgeld. Nehmen wir auch. Kritischer was? Oh. Nehmen. Sicherheitssystem. Freigabe Vault-Tec Sicherheit. Vault 111 Sicherheitsanweisung. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Was? Wir haben davon gar nichts gewusst. Stimmt, die haben ja nichts dazu gesagt, ne? Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebes sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Aha. Was haben wir denn hier? Betriebsprotokoll, Handbuch, das brauchen wir doch nicht, oder? Aufnahme von Bewohnern, Mitarbeiterpflichten, Entwarnung und Evakuierung. Das betrifft uns doch jetzt. Obligatorische Schutzzeit. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht. Siehst du mal. Ja, gut. Die Entwarnungsnachricht haben wir ja nicht bekommen, ne? Nö. Und wir werden hier wahrscheinlich jetzt nichts aufmachen können. Sicherheitsaufzeichnung. Oh Gott, hier war ja ein bisschen was los. Letzter Eintrag. Der letzte Eintrag ist doch immer der wichtigste, oder? Es kommt kein Entwarnungssignal von Vault-Tec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzcracker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann.
Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollten ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben. Sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder andere Art. Schau mal einer an. Ja, wenn wir das Büro finden, ja, dann... Was war das hier? Schreibtisch. Achso, den Schreibtisch kann ich nehmen. So, was haben wir hier? Ah. Oh. Komm her, kleine Kakerlacke. Drücke Maus 1 zum Angreifen. Da habe ich gemerkt. Riesenkakerlaken? Was ja. Zum Teufel? Lecker. Wollte ich schon immer mal essen. So, wo sind wir denn hier gelandet? Leanless ist goodliness. Naja, ich weiß nicht. Das Klo ist ja schon ein bisschen länger alt. So, was haben wir hier? Eizeittermine. Aufseher-Memo, Top 10 und abspielen. So. Okay. Start geben, würde ich gerne machen. Oh. Donkey Kong? Schleimig, aber vitaminreich. Richtig. Help, help, help. Ach, hier unten bin ich. Okay. Okay. Das ist übrigens Fallout 4 hier, ne? Nein, au, 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 au. Und schon verloren. Ja, bitte. Ich habe keine Zeit zu spielen. Toffi, danke für dein Follow. Ah, schön. So, weiter geht's, Leute. Komm, wir müssen uns doch jetzt mal hier ein bisschen langsam Mühe geben. Kaffeetasse, die nehme ich. Kaffee ist immer wichtig. Ich habe eine ganze Kochplatte. Na, die brauche ich nicht, oder? Ich brauche doch keine Kochplatte. So, was haben wir hier? Oh, Bettchen. Ein Bettchen für mich. Na, wir haben aber nicht viel hier, oder? Viel gibt's hier nicht. Ah. Stress, Leute. Erstmal ein bisschen ausruhen. Ah, gehen wir weiter. Jetzt soll ich da reingehen zu die Kakerlaken? Da liegt einer. Schlagstock ist bereit, Leute. Kommt her, ihr miesen Viecher. Ich bin bereit. Da, 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 da. Da ist er. Hau ab. Nein, bleib sitzen. Ah, geh weg. Nein. Der ist gut, der Schlagstock. Omex, danke für dein Follow. Danke, danke, danke. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah. Diese Viecher. Jetzt habe ich schon so viel Kakerlackenfleisch, Leute. Da sollte ich nicht reingehen, oder? Lieber nicht. Skelett. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Kann ich euch doch nicht sagen. Ich bin doch hier auch gerade aufgewacht. Ihr Lieben, ein Däumchen nach oben wäre ein Träumchen. Und in der nächsten Folge verlassen wir diesen dunklen, feuchten Ort und gehen raus an die Oberfläche. Tschüss.